So, hier geht's auch direkt weiter mit Mr. Mist. Wir sind bei der Hexe, beim Endgegner, 5, nee, 6 Leben noch. Ey, mal im Ernst, was soll das? Ja, der kotzt mich an. Der Gegner! Was soll das? Trickse, ja, daneben, geil. Ey, wir haben nur noch einen Energiepoint. Schafft man nicht. So. Fünf noch. Nee, Freundchen, so nicht. Wow, vier. Meint er, das schaffen wir? Nee, ich glaube nicht. Wow, drei noch. Ach du Scheiße, das wird eine enge Kiste. Und zwar jetzt haben wir verloren. Nein! Ah! Wenn wir jetzt verkacken, ganze Stage nochmal. Nee, nicht im Ernst. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Nicht! So, hau dich selber weg. Blöd Tilda, nicht Grundtilda hier, das ist Blöd Tilda, du. Sag's euch. Boah, das war mal eine coole Combo, hä? So, du erwischt mich nicht, ich dich aber. Scheiße, ey. Boah, ist das ein asozialer Boss. So. Bisher sieht's gut aus, Leute. Bisher sieht's gut aus. Die Combo können sie öfter machen, wo sie sich selber. So, jetzt haben wir die Combo. Wow. Ah, Mist! Da hätten wir sie noch kriegen können. Nee. Freundchen, nicht mit dem TT-Gamer. So, ich hoffe, ich schaffe die jetzt hier. Sieht nämlich echt gut aus für uns. Haben wir zwar danach in der Stage kaum Leben, aber das ist mir. Nein, relativ egal. Ah, wirft sie wieder ihre komischen Totenschädel. So. Und jetzt kommt sie wieder von der Seite, haut sich selber einen weg. Yo. Und sechs Leben hat sie noch. Sechs Energy Points. So. Gut so, Hexe. Jetzt wirf deine Knochenfratzen. Und ich treffe sie wieder nicht. Das gibt's gar nicht. So, wieder der gleiche Kasper. Sie scheint ja immer das gleiche System irgendwie zu verfolgen. Sieht zumindest so aus. Wir wieder hier runter. So. Sie macht wieder da. Jetzt trifft sie uns wahrscheinlich wieder mit irgend so einem Behinderten. Nee, doch nicht. Sie macht wieder, wirft so einen Kürbis. Kürbis. Ja, wie auch immer. So, jetzt kommt sie. Wir drauf. Und kriegen eine gewischt. Wieso? Und jetzt selber. Das müsste man in der Tasche haben. Die zweimal, die schafft man noch. Weil jetzt kommt sie nämlich. Und wir. Hauen drauf und einmal noch, dann haben wir den Endboss in der Stage. Juhu, juhu. Das werden wir ja wohl nicht mehr versauen hier, ganz ehrlich. Und das war's. Tschau. Wow, Stage 2 clear, hoffe ich doch. Stage clear, yes. Sauber, Mr. Nuts. Du bist der Beste. Naja, haha. Ach Gott. Naja, immerhin. 42% haben wir gesaved, geschafft. Das ist schon mal was. So, jetzt sind wir vom Haus. Jetzt geht's weiter. Jetzt, oh nein, eine Wolkenwelt auch noch. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt die Untergrund. Oh nein. Oh, Hilfe, Hilfe. Scheiße. The Living Room. Ach du. Nee, wir sind erstmal im Haus. Ach so, ja, okay. Okay. Wir gehen jetzt von rechts nach links. Nein. Auf jeden Fall müssen wir umswitchen auf 0.
und müssen ein Save machen, weil wir dürfen ja safen. In jeder neuen Stage. So. Wo sind wir denn jetzt? Was soll denn der Quatsch jetzt hier? Was ist das denn? Hallo? Ach so, ja. Doofe Gegner gibt's auch wieder. Hä? Müssen wir jetzt... Ach du Scheiße, jetzt fangen die ja bei Mr. Nutzer noch mit solchen Spielchen an. Oh Gott. Was ist das denn? Nee. Ey, die lassen sich nur Mist einfallen, ne? Ganz ehrlich, Leute, nur Scheiße hier. Dieses doofe... Ey, aber ich und Smarty, wir haben schon gesagt, nie wieder einen Let's Battle, was wir noch nie angespielt haben. Wir werden mindestens beim nächsten Let's Battle, wenn es eins ist, was wir noch nicht kennen, den ersten Level anspielen. Aber nicht nochmal so, Leute. Nee, unter keinen Umständen. Niemals. Da könnt ihr mir bieten, was ihr wollt. Das, ne. Ein Let's Play blind normal, okay, aber nehmt mir so eine Scheiße hier. Komm! So. Jetzt haben wir hier einen Hebel runtergemacht. Ja, wofür? Also, jetzt fängt Mr. Nuts hier doch mit Rätseln an. Ja, geil. Wieder runter. Aber Musik ist wieder... Ich sag ja, ne? Das Spiel verkauft uns diesen Mist, den es hier von sich gibt. Oder generell dieses Mistspiel verkauft sich wieder so gut. Ah, jetzt geht das Ganze hoch. So, gut, dass man auch mal eine Eichel bekommt. Oder eine Haselnuss oder wie auch immer. Biene? Oh, sogar zwei. Oh mein Gott. So, weg. Komm, fahr nochmal hoch. Ducken. Wow. Yo. Da oben rein, okay. Dachboden. Was ist das denn? Jetzt haben wir hier auch noch so komische Grashüpfer oder was? Ey, ganz ehrlich, was ist das denn für ein Scheiß? Wird immer beknackter, das Spiel. Wir haben keine Haselnüsse. Wieso nicht? Ganz ehrlich, ich krieg hier gerade, ich kann nicht mehr. Diese komischen Viecher, die alle rumlaufen, diese komischen... Was? Foul Kitchen? Was ist das für ein Scheiß? Das Spiel wird immer behinderter. Scheiße, ey. Ja, laufende Glühbirne. Ist klar. Was kommt denn hier? Haben sie bald noch irgendwie, weiß ich nicht, laufende Kaffeemaschinen? Ja, da ist wieder der Mr. Nuts für Arme hier. Und ja, ey, ist klar. Was soll denn das? Ja, und dann laufen sie da mit dem Wolframdraht rum oder was? Hähnchenschenkel. Das ist doch mal das beschissenste Spiel, was ich je gespielt habe hier. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Mein Gott, ey. Geil. Ey, ich bin gespannt, was Smarty sagt, wenn er an der Stelle hier ist. Ja, wir haben keine Eicheln mehr. Scheiße. Keine Haselnüsse mehr. Was ist das denn? Wer hat sich den Scheiß bloß ausgedacht? Da unten die Gabeln, die uns aufspießen wollen. Du Scheiße. Das ist richtig fies. Hau ab. Mein Gott. So, Part ist jetzt gleich auch zu Ende. Mit dir. Och, du Scheiße. Ja, habt ihr das gesehen? Das war's. Mit unserem komischen Hasen da. Ja, doofer TT-Gamer. Da sind Leben! Das gibt's nicht! Gib die Leben her! Ey, was soll der Scheiß? Ich lass mich jetzt hier runterfallen, todesmutig.
fuck. Direkt die Krise. Nicht alles nochmal neu. Ach nee, bei Full Kitchen, okay. So, hier gibt's aber den Cut. Bis zum nächsten Mal. Euer TT Gamer.